Schön, dass Sie den Termin einhalten konnten. Hallo vor dem Echtzeitstudio in Hamburg-Winterhude. In dieser Ausgabe vom Sprechzimmer begrüßen wir zwei Persönlichkeiten, die extra von außerhalb angereist sind, die Fremdsprachen beherrschen und die für musikalische Top-Unterhaltung sorgen. Und in 30 Sekunden geht's auch schon los. Bis gleich. Showbühne, Peter. Ja, also was man alles so in einer halben Minute schaffen kann. Ne? Schickes Styling. Schickes Make-up. Cooler Bart. Und schön das Licht draußen ausgemacht. Tolle neue Karteikarten. Ja, das macht uns eckig und kantig, ne? Ja, die sind so schön fest. So, sie hat sich als Tochter in der ZDF-TV-Serie Diese Drombuschs in das Seriengedächtnis der Nation und ja, ich gebe es auch zu, in mein damals pubertierendes Herz gespielt. Und jetzt habe ich hoffentlich die Gelegenheit, endlich mein Küsschen abzuholen. Herzlich willkommen, Sabine Kahn! Vielen Dank. Ein Küsschen, da wir bei dem Thema waren. Ein Küsschen erhoffe ich mir vom nächsten Gast auch. Ausführlich vorstellen wird er sich jetzt selbst. Es ist der Top-Entertainer, Ricardo M. Von der Presse sind es klar, dass ich bin. Sie dich exklusiv willkommen in der Show. Erleben Sie den Tässchen-Sekt, der Szene-Typ des Jahres sagt Hallo. Hallo, Sprechzimmer, ihr Wunder! Hallo! Ist das der Hammer? Hallöchen! Welche Frage ist auch da? Hallöchen! Ja, hier, grüß dir mal. Schönchen Sabine. Wir haben uns ja noch gar nicht gesehen, ne? Das ist ja toll. Also das ist ja nun mal ein Entree, würde ich mal sagen. Ja, tschüss, genau. Sabine, da sagst du was. Schön, habt ihr was hier zu trinken? Und ihr zu Hause auch, hoffentlich? An den Bildschirm ebenfalls. Prost, ihr Lieben. Prost. Sabine, freut mich sehr. Sehr schön. Aufregend, mein ne? Gott, ich habe den Song überhaupt nicht gehört, war so laut, ihr wart super. Ich habe überhaupt nicht richtig gesungen, egal. Mit einem kleinen Ton geht es weiter, denn wir haben natürlich heute auch unsere Aktionsklinge dabei. Ich möchte sie jetzt endlich mal legendär nennen. Und heute erklingt sie so. Hört sich verdammt gut an. Und dieses Geräusch verdanken wir Manuela Schelle aus München. Und natürlich haben wir sie eingeladen in unser Studio nach Hamburg. Manuela, vielen Dank! Ja, sie freut sich. Sie freut sich, dass sie da ist. Und wenn Sie da sitzen möchten, wo Manuela Schelle jetzt sitzt, dann machen Sie das doch. Schicken Sie uns eine Aktionsklingel ein und zwar auf info@sprechzimmer.de und wenn Sie mögen, sind Sie dann bald da an diesem Platz und die Klingel ist zu hören. Wir sind ja kurz vor unserem internationalen Durchbruch. Man merkt es, wir lassen jetzt die Zuschauer schon aus München einfliegen. Ich grüße auch immer wieder gerne unsere Zuschauer in der Schweiz und in Österreich. Und auch unsere Talkgäste sind von weit angereist. Sabine Karg aus Nortorf in Schleswig-Holstein und auch Ricardo M. aus seiner Ferienwohnung in Lübeck-Travemünde, ebenfalls Schleswig-Holstein. Ja, ist es Astrid. Ach so, dann können wir hier platt schnacken. Nee. Aber eine Fahrgemeinschaft hättet ihr vielleicht bilden können. Aber es ist ja die Ferienwohnung. Es ist die Ferienwohnung. Ja. Ja. Ich habe Strandkorbweg, war das nur Strandkorbweg 69, Baujahr 69 ist sie auch. Mhm. Aber öfter seid ihr auch in Hamburg. Ricardo, hast du einen Lieblingsplatz möglicherweise hier? Möchte ich nicht nennen. Ja, also ja, es kommt immer drauf, ob es Velour ist oder halt. Nee, ja, das, also St. Georg finde ich super. Okay. St. Georg ist toll, und so Vielfalt. Und Sabine, auch wenn du nicht hier wohnst, was ja, die Markthalle. Schön?
Die Markthalle. Ach, das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Da habe ich früher Kinder- und Jugendtheater gemacht. Ah, okay. Ja, das ist super. Und da gehe ich ab und zu mal hin. Oh. Hamburg ist mir natürlich sehr vertraut. Und ich liebe die Kneipen natürlich. Und da gibt es ja hier wunderbare Theater. Na, Mucki, findest du das gut hier? Ja, ne? Wir in Hamburg. Ihr seid als Schauspielerin und als Entertainer ja die Bühne gewöhnt und auch die Nähe zum Publikum. Wir haben es hier nicht so wahnsinnig groß im Sprechzimmer. Das ist aber grundsätzlich kein Problem für euch, oder? Die Nähe hier, dass so die Leute auf dir drauf sitzen, Sabine? Du, ich finde das, solange ich mich nicht irgendwie... Unsere keine Zuschauer, Ricardo. Unsere ist so süß, ich habe mich verliebt im Backstage. Ja. Da sind wir sogar so warm geworden, dass wir schon Schnelli mit euch spielen können. Was? Und zwar bekommt ihr gleich 20 Sekunden Zeit, abwechselnd so viele Antworten wie möglich zu geben. Und euer Schnelli wird heute lauten, ihr seid beide viel unterwegs auf Tournee. Welches sind eure ersten Amtshandlungen, wenn ihr im Hotelzimmer angekommen seid? Ricardo beginnt, 20 Sekunden, auf die Plätze fertig, Schnelli. Ausziehen. Zahnbürste auspacken. Duschen. Zahnpasta auspacken. Onanieren. Zähne putzen. Haare bürsten. Haare waschen. Intim rasieren. Föhnen. Augenschminken. Augenschminken. Ja, genau. die Lippen schminken. Lippen spritzen. Oh, ja, dann die Kleider auf die Ohren. Danke. Ich habe natürlich überhaupt nicht mitgezählt. Ich glaube, es waren wahnsinnig viele. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir was abziehen müssen. Es waren wichtige Worte. Man merkt, ihr seid auf dem Punkt und unter Zeitdruck auch gut. Die 7 Schilling werden komplett auf euer Konto überwiesen. Wunderbar. Da bestehe ich aber auch drauf. Sabine Karg ist hier und das freut mich sehr. In Neumünster geboren, in Nordhorf in Schleswig-Holstein, jetzt wieder lebend. Ja, da bist du da ja aufgewachsen. Genau. Und jetzt wohnst du da wieder in der Ecke. Ja. Was hat dich denn zurückgeholt in den Norden? Der Humor, die Landschaft, die gute Luft. Und außerdem war ich 20 Jahre in Berlin und mein Sohn ist jetzt groß und möchte da alleine leben. Ach. Und sein mit Freundinnen und allem, was dazugehört. Und deswegen habe ich mir gesagt, na gut, dann lasse ich dich jetzt alleine, ich gehe wieder zurück. Und ich habe ja ganz tolle Freundinnen. Aha. Nordhorf ist eine Kleinstadt und die ganzen Dörfer rundum haben ja auch Mädchen produziert sozusagen. Und wir waren 24 Mädchen zu viel und die mussten in eine Klasse kommen. Und deswegen sind wir in Nordhorf in eine Mädchenklasse gekommen. 18 sind dann übrig geblieben und diese 18 wohnen alle im Umkreis von 30 Kilometern. Also das heißt, ihr wart zusammen in der Klasse, ja, habt immer über die ganze Zeit, wo du weg warst und gedreht hast und da und dort und so weiter, den Kontakt gehalten und trefft euch immer noch und habt euch immer noch was zu sagen. Ja, das ist das Tolle. Ja. Also wir haben uns tatsächlich immer noch was zu sagen und was ich großartig finde, ist eben, dass wir uns immer helfen. Dass man auch gerne mal einen hebt und so und da auch Problemchen mit. So, ne? Bisschen Grünkohl, ne? Fette Wurst muss ja auch mal runtergespült werden. Und jetzt haben wir zum Beispiel demnächst vor, nach Fürth zu fahren. Und demnächst treffen wir uns zum Doppelkopf, weil ich das kann ich nicht, weil Doppelkopf finde ich klasse, das muss man können. Skat, Doppelkopf und Mensch, ärgere dich nicht. Ne? Zum Abgewöhnen. Also ich muss zu Doppelkopf etwas sagen. Ich habe es tatsächlich erst jüngst gelernt. Und ich muss sagen, also ich habe am Anfang sehr lange gebraucht, ja, diese Regeln. Also hattest du deine erste Lehrstunde schon hinter dir? Ja, habe ich schon hinter mir gehabt. Ja, genau. Also, und wir haben einen großen Zettel gekriegt, DIN A4, da steht alles drauf. Ja, weil man vergisst ja alles wieder. Und dann bis zum nächsten Mal müssen wir dann die Trümpfe wissen. Und dann müssen wir wissen, wer vor allem ist, mit wem man dann auch zusammen spielen muss und sowas alles. Ne? Wie kriegt man das raus? Ne? Ja. Ich wurde erst mal richtig zusammengestaucht, als ich meinen ersten Fehler gemacht habe. Ja. Ja, und es hilft auch weiter, wenn man so mal richtig einen mitkriegt. Genau, man konzentriert sich einfach anders. Genau, das wollte ich sagen. Da hat man auch überhaupt keine Angst mehr, den richtigen Dings zu spielen. Du kannst jetzt gar nicht mitreden. Ach, ich kann nicht mitreden, aber ich würde mal so gern darauf zurückkommen, dass das ja alles eine Basis hat in der Kindheit und dass das ja so gewachsen ist. Und weißt du, was ich mit deiner Kindheit verbinde? Das ist jetzt so lustig, weil ich ja Geschichten von dir kenne. Du könntest meine Tochter sein. Und zwar, nein. Und zwar, ich hätte gerne so eine schöne welche Geschichte ich liebe. Du hattest etwas, das ich auch hatte. Und es war ein Wellensittich. Also meiner hieß damals Flocky. Der war
blau und ich weiß nicht, ob deiner blau oder grün war. Meiner war grün. Er war grün, okay. Ja. Ich habe ihn dir aber trotzdem mitgebracht. Er macht Geräusche. Ich halte ihn mal gegen mein Mikrofon. Und darf ich mal fragen, ob das irgendwelche Kindheitserinnerungen weckt? Ich möchte dir gerne schenken. Ehrlich, richtig geschenkt. Ja. Ist dir süß. Danke. Ja, Ricardo, hast du wieder was falsch gemacht, ne? Möglicherweise landet er bei Ricardo dabei, Bonnie, man weiß es nicht genau. Ja. Aber ich weiß, meiner war grün und hieß Charlie und ist ganz alt geworden und hatte immer Trill Jud S11 Körnchen. Also meiner, der war tatsächlich, ich hatte auch einen, der war so. Und der war aber so überzüchtet, das ist jetzt kein Spaß, wusste die Kamera, der hat immer von alleine Eier gelegt. Der hat sich immer so gerieben am, also an der Hand und so. Und dann hat er immer Antitriebfutter bekommen. Das ist kein Spaß. Der war so, es gibt der war ganz so, tolle Antitriebfutter. Ja, der war so, alle sind toll. Der war so Dauer... Die Geschichte ist jetzt völlig peinlich. Sabine, du weißt, wie ich das meine. So, meiner hat Gott, gerne eingenommen. Ja, noch schlimmer. Ja, also meiner hat immer gerne braune Sachen getrunken. Zum Beispiel Cognac oder Brandy. Und das ist nämlich der Knaller, nämlich. Ja. Denn, und dein Papa hat irgendwie... Der hat das Glas genommen und dann ins Glas gesprochen. Da haben wir hier so ein bisschen... Warte mal, ich mach mal. Ja, trink mal aus. Ich muss hier lachen jetzt. Ah. Nee, das ist wirklich so. Also wenn das jetzt hier Charlie wäre, das ist jetzt hier mein Charlie, ne? Und ich bin Papa, dann hat er gesagt, Charlie, Mann, bist du ein lieber Junge, Potschi, 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 ich liebe dich, Potschi, Mann, die Küsschen, Potschi, Potschi. Dann kommt der Vogel an, fliegt auf das Glas, macht den hier und sagt, Potschi, Potschi, bist du ein lieber Junge. Ja, aber, und dann, was war denn los mit ja, dann hat er einen getrunken. Ja, und dann? Der ist er blau. Ja, nein, der ist eben nicht gestorben. Das ist ja der Knüller. Der Vogel hat wirklich getrunken und war dann sturzhagelvoll und ist dann so brr, 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 immer so mit Aufsetzern so gegen die Gardine geflogen und da ist er dann gelandet. Und dann haben wir den genommen und habe ich gesagt, der Vogel, der stirbt. Und dann habe ich den unter den Wasserhahn gehalten. Nein. Und dann, ja, dann war der wieder nüchtern. Eine sehr schöne, zierliche Geschichte von Sabine Karten. Diese beiden Wellensittiche hätten sich einmal begegnet. Der eine besoffen, der andere rallig wie... Und dann hat das 30 Eier. Ja. Unbefruchtet. Das ist unglaublich, ne, was man da so erlebt. Ja, finde ich wir auch. Hätten mit aber diesem Doppelkopfthema, liebe Astrid, wirklich auf der sicheren Seite sein können. Aber nein, du musstest den Wellensittich rausholen. Und schon ist das Niveau da. Das ist schon mal beim Saufen und Vögel. Ja. So, jetzt bist du ja dennoch irgendwann mal... wieder weg aus dem Norden, ja. Beziehungsweise wir springen jetzt mal ganz nach vorne, und hast ja mit 14 Jahren eine Dame zum ersten Mal, glaube ich, getroffen, die viele, viele auch noch kennen werden, ja. Vielleicht durch Du, die Wanne ist voll, also Helga Feddersen, wunderbare Helga Feddersen. Ja. Die wohnte im Nachbardorf. Genau, die wohnte in Ellerdorf das und hatte dort eine kind. Schule. Und die hat sie bewohnt mit ihrem Mann, damaliger NDR-Dramaturg Götz Korsuczek. Und die beiden haben da wunderbar gelebt. Und sie hatte eine Galerie und hat Puppen gesammelt und so. Und das war natürlich in aller Munde. Ne? Und dann war ich aber sehr gut in der Schule im Deutsch, im Aufsatz schreiben und hatte große Fantasie. Und dann meinte meine Deutschlehrerin Frau Gresser, ob ich nicht mal zu Helga Feddersen möchte und mich dort auf eine schauspielerische Leistung prüfen lassen möchte. Denn ich sei ja eben auch so begabt im Parodieren von männlichen Stimmen. Und da habe ich gesagt, naja, wenn die meint, dass ich da mal so hingehen soll, dann mache ich das. Und dann bin ich da hingefahren worden mit einer Zündapp, 50 Kubik, ne? Freund von meinem Bruder, Knatterding. Und dann saßen wir da und haben sich sehr gefreut, mich kennenzulernen. Und dann habe ich das große Glück gehabt, kulturell gefördert zu werden von ihrem Mann. Die haben mich sozusagen einmal wöchentlich dann dorthin gebeten und ich bin dann in Kontakt gekommen mit Klassikern, also mit Shakespeare, mit Kleist, mit Brecht. Und dann musste ich da eben Monologe auch auswendig lernen und die immer vortragen.
Dann meinten sie, also ich hätte doch eine durchaus große Begabung und ob ich nicht eine Schauspielschule besuchen möchte. Und meine Eltern haben dann zugestimmt. Ein bisschen mussten sie meinem Vater überreden, aber er hat dann ja gesagt. Und dann durfte ich einen einzigen Versuch machen und den habe ich dann bestanden, Gott sei Dank. Und das war in Hamburg? Das war in Hamburg, an der Hochschule für Musik und Darstellende das Kunst, heißt, es heute ging, für Theater. Ja. Genau, und das heißt, es ging plötzlich aus dem Norden raus ins Ausland nach Hamburg? Ja, genau. Und ich musste erst immer zwischenfahren, weil Papa so eifersüchtig oh, war. Oh, ist das so? Ja. Naja, bei so dem, bei dem, okay, bei diesem Wellensitz, ich wollte ich gerade sagen. Dann ging es nach Barmbek und weil du gerade vorhin die Zündapp erwähnt hattest, ja. Und die vielen tollen anderen Maschinen, die es auch noch so gibt, zu kaufen, das hat dich ja begleitet. Du bist eine wirklich pensionierte, nicht pensionierte, bitte, eine passionierte Motorradfahrerin. Und du hast uns wunderbar so erzählt, dass du so einen Lieblingsschrauber hattest, ne, in Barmbek. Ja. Was wolltest du denn unbedingt mit deiner Maschine machen? Weil ich finde das so toll, dass du das ja alles dann selber gemacht hast an deiner ja, Maschine. So ein bisschen der hat mir das beigebracht, genau. Also ich hatte keine Kohle für eine Harley-Davidson. Ich wollte so gerne eine Harley-Davidson haben, so eine 800er Sportster war damals in. Ne, und dann mit so einer langen Gabel und dann schwarz-metallic, das glitzerte dann. Und dann hatte ich eben nur das Geld für eine 650er Yamaha. Und dann bin ich zu meinem Schrauber im Borchweg, Dieter, gegangen. Und sag ich, du Dieter, morgen, sag mal, kannst du mir ein bisschen helfen und so. Und dann, ich hätte ganz gerne mehr einen anderen Sound und so. Eigentlich wollte ich ja eine Harley haben, aber Geld hat nicht gereicht. Was mache ich denn jetzt? Und dann sagt er, ja, du, das ist ganz klar, dann musst du da erstmal auspuffen, müssen ein paar Löcher rein. Wie geht das? Und dann hat er mir das gezeigt und dann habe ich erstmal die Löcher da reingebohrt und dann sage ich, und Highway-Fußrassen, das kann ich aber nicht allein, das musst du schon mal schweißen und so. Ne? Und dann hat er da die Dinger rangeschweißt, das war wirklich klasse. Und dann habe ich eine andere Gabel bekommen und dann hatte ich dieses Highway-Gefühl und das war natürlich großartig. Du bist mit dieser Maschine, dieser aufgebrezelten nach Schwäbisch Hall und hast dann dort einen tollen Auftritt hingelegt. Ne? Ich glaube, der Regisseur war am Anfang nicht so total begeistert, als du dann mit der Maschine vorgefahren bist. Nee, der war entsetzt. Der Intendant hat gedacht, ach du Schande, so eine Lederbraut, ach du Schande. Wie soll die denn hier die Rächer spielen? Das ist ja, man muss überlegen, das war so Anfang der 80er Jahre und so. Und das war schon so ein bisschen, das wirkte so ein bisschen aufsässig oder so. Ne? Und dann hab ich mir gedacht, naja, nun warten Sie doch erstmal ab, bis ich das Kleid anhab. Ne? Und dann ging das auch. Also dann hat das nachher war überzeugt. Aber du hast nicht... Weil ich bin erstmal über die Stufen gefahren. Bist du die Stufen gefahren? Ja, das habe ich gemacht. Ja, ja. Ich habe gedacht, den schocke ich jetzt mal ein bisschen. Ja. Das kann man wirklich sagen, Motorbraut oder so, ja, trifft auf einen Klassiker. Ne? Ja, das stimmt. Genau. Die Motorbraut von... Wir haben eine Aktionsklingel. Wir haben eine Aktionsklingel. Ich gehe? Ich gehe. Genau. Schauen wir mal, was uns erwartet. So, was kommt denn gespannt? Jetzt? Lieber Philipp, herzlichen Dank. Ah, ich bedanke mich. Jetzt kommt irgendwas. So, genau. Es steht mein Name drauf, das bedeutet aber nur, dass ich vorlesen darf. Oh Gott. Liebe Sabine Karg, Ricardo Schaub, vielleicht bist du später noch dran. Viel Spaß damit. Das heißt nicht, dass du nicht drankommst. Oh, liebe Sabine Karg, Ihre Stimme ist unverkennbar, das weiß auch die Werbebranche. An der Bar finden Sie einen Haushaltseimer, eine Banane und ein Sparschwein. Pushen Sie eins dieser Produkte mit einem live improvisierten Werbespot. Halleluja, hurra, ich freue mich. Oh, okay. Ja. Okay, aus der Nummer kommt sie nicht mehr raus. Ah. Das kann nicht. Och, das ist ja zauberhaft. Ja, da war's die erste, also der Eimer, das. Nein, ist das süß. Ich bin, das sieht ja aus wie Miss Piggy. Oh, das nehme ich. Das nehme ich. Mhm. So. Oh. Ich bin jetzt Miss Piggy und ich finde das ganz toll, dass ich heute hier sein darf. Und ich bin eigentlich bin ich sehr weiblich. Es hat leider noch keiner festgestellt. Aber ich liebe meinen Schmuck und ich liebe meinen Schlitz und ich liebe meine Blümchen und überhaupt. Wenn man mich so anschaut, dann mag man mich doch oder nicht. Und vielleicht klappt es dann ja auch mit dem Nachbarn. Also, es war fantastisch. Dieser Schwitz auch noch wunderbar. Und Bonnie hat es auch gefallen, hat gekläfft, hat gebellt.
Und das war sehr süß. Und ich fand das mit dem Schlitz, das hatte dann auch Erotik. Absolut. Ich fand das gewagt, Sabine. Ja. Guter eingebaut. Wir sind weiter noch bei dir, Sabine. Und jetzt kommt natürlich der Klassiker jedes Gesprächs mit dir. Es kommen die Serien, die du gemacht hast. Das ist ja letztendlich nicht nur die eine große. Da sind die Camper gewesen. Da ist 5 Jahre lang, glaube ich, hier kommt Kalle gewesen. Da aber kommt Kalle. Da kommt Kalle. Ja, genau. Ich glaube, 240 Filme insgesamt. Wahnsinn. Also wenn man jetzt die Serienteile mitrechnet, ne? Dann sind das. Und angefangen, also wirklich, was ich ja gerade vorhin auch gesagt habe, so dich ins nationale Seriengedächtnis zu spielen, hast du dich ja mit der Marion Drombusch in der Serie Diese Drombusch. 1983 ging es los. War dir eigentlich klar, dass du in einem Straßenfeger mitspielen wirst? Nee. Also das war mir natürlich nicht klar. Ich habe nur gedacht, mache ich das oder nicht? Weil zu der Zeit war es ja nicht so einfach. Wir wollten ja gutes Theater spielen. Wir sind ja ausgebildet worden als Theaterschauspieler und nicht als Fernsehschauspielerinnen und so. Und hatten dann natürlich auch eine Verpflichtung dem Theater gegenüber. Damals war das ja nicht so offen, sondern es gab eben auch durchaus sehr autoritäre Regisseure, die auch das nie geduldet hätten, wenn ein Schauspieler, der in seinem Ensemble ist, dann eben Film macht oder Fernsehen. Weil dann hätte es Reibereien gegeben innerhalb des Ensembles und das wollten die nicht. Mhm. Und da war ein striktes Verbot. Ja, und dann wollte ich ja so gerne Motorrad fahren und habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt irgendwie zusammen verdienen. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Also wie das Motorrad hat dich genau, das Motorrad hat mich eigentlich in diese Serie getrieben. Ja. Nicht nur natürlich, ist klar. Aber es wurde ein Riesenerfolg. Ja. Also, und es haben ja so wunderbare Leute, Witter Pohl, Günter Strack, Hans-Peter Korf mitgespielt. Genau. Fühlte man sich da gut aufgehoben in diesem... Ja, auf jeden Fall. Das war ein ganz tolles Ensemble und da hat man natürlich sehr gut miteinander gearbeitet. Man war sehr vorbereitet, es war sehr diszipliniert, sehr konzentriert. Also da gab es eben diese ganzen Wuseleien, die es heute gibt, so dass alles mal nebenbei machen und dass da einer quasselt oder so, ja, das gab es überhaupt nicht. So, es gab jetzt 39 Folgen insgesamt von den Drombusch. Es gab insgesamt 6 Staffeln. Jetzt ist aber etwas passiert, was die Zuschauer Herrn Stromberger in gewisser Weise nicht mehr verzeihen konnten. Ja. Er hat dich tatsächlich in der letzten Staffel ersetzt durch eine Kollegin, ja, aber nicht, weil du irgendwie doof zu ihm warst oder weil die Leute sagten, die wollen wir nicht mehr sehen, sondern weil du schwanger wurdest. Genau, von heute auf morgen. Ja, da sollte man das aufpassen. War der Vorwurf. Das geht aber nicht. Da sollte man aufpassen. Das geht nicht. Ricardo, das kann schneller gehen als du. Das. So, ich meine, das heißt also, wir versetzen uns da zurück. Du natürlich spontan schwanger. Ja, spontan schwanger. Ja, genau. Und sagst, das ist so. Und dann hat er gesagt, nee, dann spielst du nicht mehr mit. Das wollte er nicht. Da hat er sich persönlich angegriffen gefühlt. Und insofern war das dann nicht möglich. Und er war derjenige, der das auch entschieden hat. Mhm. Und dann wurde ich eben aufgefordert, eben einen Brief an die Redaktion zu schreiben. Das habe ich auch gemacht und habe gesagt, ich bin so und so schwanger. Und wenn man dann eben die, wenn wir dann eben die und die Sachen drehen, vom Plan her, bin ich dann im 8. Monat und dann wird es schwer für mich zu fliegen. Mhm. Ja? Also ich meine, wie transportieren wir mich dann so? Mhm. Und kann man das dann nicht vorziehen? Denn wir hatten ja ein halbes Jahr vorher auch einen Drehplan. Also das wäre ja möglich gewesen. Aber das war dann nicht erwünscht. Und dann kam ja der Clou, ich wurde dann einfach umbesetzt. Und und dann war die andere Schauspielerin im 2. Monat schwanger, als die anfingen zu drehen. Und heute lachen wir drüber, aber damals war das eine Katastrophe. Dass ich überhaupt schwanger war, da waren ja Titelbilder voll, nur mit dem Fall Sabine Karg. Ja, da hat was aufgerüttelt. Also es haben sich auch Frauenrechtlerinnen zu Wort gemeldet. Genau. Vermutlich wäre das heute wirklich nicht mehr so, aber die wirklich dich auch unterstützt haben. Oder ja, nicht? Auf jeden Fall. Aber es hat nichts genützt. Also es war dann entschieden. Und wie haben die das dann in der Serie da gemacht? Wieso gab es dann plötzlich eine andere Optik von der gleichen Rolle? Ja, genau. Und das hat das Publikum halt nicht gern gesehen. Und dann haben sie das eben entsprechend auch kundgetan und haben nicht mehr eingeschaltet. Es wurde dann abgesetzt, weil es nicht funktioniert hat. Aber das ist ja wenigstens dann ja. Weißt du? Hat er Pech gehabt, der Regisseur, weißt du? Du
bist Gründungsmitglied von Kurs 35 Grad Nord. 54 Grad Nord. Wacken. 54 Grad ja. Nord. Das muss ich das nächste Mal einfach größer schreiben, dann kann ich das auch lesen. 54 Grad. Oder nicht rückwärts. Ja, man wird älter. Wacken Musikcamp ist das. Genau. Das ist für Kinder und Jugendliche. Genau. Und die können also für musizieren. Jugendliche, ja, genau. Die dann eben musizieren können. Die kommen dahin, die können sich anmelden. Und dann werden die da eben geschult. Die haben dann so ein Musikcamp, also mit tollen Coaches aus der Musikschule oder aus mehreren Musikschulen sind die dann zusammengesucht worden aus Schleswig-Holstein. Ja. Und warst du schon mal öfter in Wacken? Ja, oder? Klar. Ja? Ja, klar. Dringend. Deine Musik. Wacken! Die Pommesgabe lebt. Ja, klar. So, also ich war 1990, ehrlich gesagt, das erste Mal da. Da ja, war die gab es die Kuhle noch und da waren wir mit zwei Mann, und also zwei Mann Zelt sozusagen unterwegs. Und dann habe ich da noch gecampt, in der Kuhle, wo heute die ganze VIP-Area ist, wo die alle untergebracht werden, die großen Bands und so. Ne? Das sind ja 80.000 Leute jetzt mittlerweile. Ne? Ja. Aber großartig war das. Wie komme ich jetzt von Wacken über zu deinen Rezitationsabenden auf Plattdeutsch? Das ist natürlich das jetzt ist einfach eine tolle Überleitung. Das ist dir meine Frage. Das ist einfach eine Überleitung. Ja, Frage. Genau. Ja. Du bist viel unterwegs im Moment mit einem oder mit mehreren Programmen. Also es gibt einmal das Övertland-Programm. Övertland in Schleswig-Holstein ist ein Buch, das habe ich herausgegeben. Mhm. Und da gibt es eben wunderschöne Geschichten und von großartigen norddeutschen, plattdeutschen Erzählern. Und das ist richtig klasse. Ich habe einen Mundharmonikaspieler, der mich begleitet. Das ist alles durchinszeniert und wir singen auch den Blues. Ne? Da du mir liebsten bist, das muss er dann immer als Blues mitmachen. Ja, möchtest du jo, und dann mir schnappen wir mal bei den Platz. Ah, das wollte ich mal ja. Gerade sagen. Jung, wo hast du denn Nöt her? Sind du unten Knick? Wo hast du dir denn das Lock in die Büchs reden? Vertell mir das mal. Ja, da hast du sicherlich recht, wenn du das sagst. ich hatte die Unterhose auch schon länger versucht. Nee, die Hose, glaube ich. Büchs könnte die Hose sein. Ich könnte es. Ja, könnte, das war nicht schlecht. Irgendwas mit Hose? Ja. Hast du, war das mit Falte in der Hose? Nee, nein. Loch in der Hose. Loch in der wo Hose? Hast du dir denn das Loch in die Hose, genau. Die egal, das. Jeder Artikel ne? ist ganz toll. Genau. aha, und gibt es irgendwie so ein Wort, was ich unbedingt können muss, um hier oben am Plattenland zu überleben? Gibt's sowas? Kannst du mir das mal un ander posamentieren? Kannst du mir das mal all uten ander? Uten ander? Uten ander posamentieren. Uten ander posamentieren. Ja. Uten ander posamentieren, Ricardo. Uten ander posamentieren? Können Sie mir das mal genauer erklären? Das ist doch ein Nachwort. Das ist auch sehr schön, das Wort Leuwagen oder, ja, ne, Neuwagen. Ist das nicht schön? Ist das dann Leihwagen oder Neuwagen? Nee, das ist ein Schrubber, ne? Das ist schön. Aber da ist der Ihr seid so multilingual. Ricardo, sprichst du auch Fremdsprachen? Ja, also, nee. Okay, alles klar, das macht nichts, denn wir bekommen sogar ein Englisch kann ich. Englisch tatsächlich. Ich habe schon Shows auf Englisch gemacht müssen. Alles klar. Und hast du einen besonderen Satz auf Englisch? Musst du aber nicht. The next bingo number is 12. Ja! Ja! The next bingo number is 12. Aber wir haben tatsächlich noch eine Zugabe des Plattdeutschen, und zwar etwas ganz Besonderes. Nach diesem schönen kleinen Schlagabtausch hören wir nämlich aus Porgy and Bess von George Gershwin, nein, Summertime, und zwar auf Plattdeutsch mit dem Text von Sabine Karg und auch interpretiert von Sabine Karg. Da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Und A Cappella! Ich kriege es jetzt hin. Also ich habe es, glaube ich, ein einziges Mal vor 15 Leuten gemacht. Das waren Freunde. Ich hoffe, ich verkacke es jetzt nicht. Ja! Verkacken habe ich verstanden. Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht. Also, ich fange mal an, weil ohne Musik ist gemein eigentlich, aber ich versuche es jetzt. Also. Sommertid und das Leben ward schöner. Möwen dösen und der Raps, der deit blühen.
die Söhn blinkert, die Wolken trecken vorüber, all heb se Freiheit und se tanzen tosom. Spähen in Worte, de Öllern sitten an Strand. Blue heben, die Luft ist golden und chlor. De Verleiften liegen in de Dünen und knutschen. Die Ohlen sitten in Strandkorf und kicken Rut ob Meer. Und de Scheib steigt ob de Wisch und Blöken. Wie uns im Norden, da völlig mi to Hus. Vielen Dank. Ich bin richtig ein bisschen aufgeregt gewesen, weil das ist ganz furchtbar, wenn man das noch nie gemacht hat, so richtig. Geile Stimme, das wussten wir schon vorher. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Moment. Dankeschön. Ja. Vielen, vielen Dank. Ricardo, Musik ist auch dein Thema oftmals. Absolut, ich singe immer live. Ja. Okay. Ich habe aber eben hier beim Einfach, ich habe wirklich das Lied nicht gehört, ne, weil ihr so geklatscht habt. Das war aber irgendwie witzig. Ja, aber ich habe gesagt, ich habe da irgendwas Schmitzkatze hier. Das habe ich hier gesagt. Schmitzkatze hier, auch süß, alles. Das hat der Wurm aber gut attraktives Publikum. Nee, ich singe immer, ich singe auch gerne, ja. Wir reden heute auch über das aufregende Leben eines Top-Entertainers, des Top-Entertainers, Ricardo M. Du bist bei uns, das haben wir auch schon gemerkt. Das ist auch gut so. Du hast auch eine Band, du nennst dich dann Ricardo M. und sein Blasorchester. Richtig. Ja, obwohl es Zupfinstrumente sind, ist das korrekt? Zupfinstrumente. Klingt vermutlich besser. Ich habe dabei Clemens Klusen, ganz toller Musiker, und den Max Quentmeier, ganz toller Kontrabassist dabei. Und dann habe ich Lieder geschrieben oder schreibe die auch, da ist man ja immer dabei. Und dann singe ich da so lustige Lieder. Weißt du, war jetzt hier am Anfang, war es mein Top-Song, den singe ich immer. Der ist ja auch spitzenmäßig, oder? Absolut! Das ist halt ja auch ein Top-Song. Das ist ein Top-Song. Ne? Und dann singe ich da a cappella und dann heißt es ein Lied irgendwie Fetisch-Song oder sowas. Das ist immer was so kommt. Und du bist aber neben Musiker und Sänger auch noch Autor einer Kolumne, vor allem Top-Entertainer, Achtungsverkäufer, Moderator, Bingo-Spieler. Ja. Ich bin nur so beeindruckt, es ist recht vielfältig. Ja. Wird man denn so ein vielfältiger Bühnenmensch, wenn man in so einer Stadt wie Hagen geboren wurde? Ja. Hängt das damit zusammen? Ja, ich bin in Hagen geboren, im Kaufhaus Pell und Elrich, während einer Produktpräsentation meiner Frau Mutter, die war auch schon also ich bin ja Verkaufsrepräsentant eigentlich. Ich bin da jetzt viel unterwegs, so und bei Woolworth und so weiter. Ist ja auch jetzt egal, das ist ja jetzt auch lange her. Und meine Mutter hat eben so eine venenfördernde Niederhose präsentiert. Slippery XL 200 XL, egal. Und die hat, sie war hochschwanger und es hat halt funktioniert, das Teil. Muss es ja auch. Und dann bin ich da auf die Bühne. Und dann gleich Kaufhaus Perl und Elrich auf diese Produktpräsentationsbühne. Da war ich gleich irgendwie auch schon Star der Hagener nordrhein-westfälischen Beilagenpresse. Du kennst das ja. Und dann ist man plötzlich da auf der Bühne und dann ist man also erstmal Verkaufsrepräsentant und dann muss man ja auch singen und diese ganze Kacke verkaufen und so. Und da lernt man halt viel und dann singt man irgendwann und dann muss ich das irgendwann nicht mehr machen und dann mache ich nur noch jetzt Shows. Alles klar, das ist nur jetzt schon. Ja, ich würde sagen, das reicht. Wir danken uns heute Abend bei Ricardo M., dass er da war. Und das fast ohne Luft zu holen. So das ist unser Gast. Alles klar. Das heißt, es gab keinen besonders langen Weg zur Bühne. Nee. Würdest du sagen, du bist mit diesem Bühnengefühl eigentlich zur Welt gekommen? Ich habe da so Lust zu. Also das ist jetzt wirklich ernsthaft. Ich habe da so Lust zu und mache ja Bingo-Shows, Showsalon, so nicht so seriös wie ihr hier. Dankeschön. Sowas. Und moderiere alles Mögliche. Wenn man seine Kunst ausleben möchte, muss man sich das ja bisweilen auch leisten können. Ja. Es sei denn, du bist noch nicht ganz international
bekannt. Vielleicht in Hamburg weltberühmt, würde ich sagen. In Hamburg weltberühmt. Es gab da eine Art, wenn ich das ansprechen darf, eine Art Rechtsstreit. Also du bist zu Geld gekommen. Deshalb kannst du es dir möglicherweise leisten, auf der Bühne zu stehen. Ja, also um es jetzt mal so ganz, wie soll ich es jetzt sagen? Also ich bin ja Verkaufsrepräsentant gewesen, viel, und habe eben verkauft. Sowohl Wort darf man jetzt ja sagen, ist ja eh schon pleite. Karstadt kann man auch schon sagen, ist auch schon pleite. Und da habe ich also von der Damenlederhose bis hier zu solchen, sag ich mal, Polyesterkleidern, wie jetzt Frau Karko. Und Entschuldigung, das war hochwertig, was sie hier trägt. Sowas eben alles verkauft. Es steht dir super spitzenmäßig, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Viel verkauft. Hatte dann, ich sag mal, einen gewaltigen Rechtsstreit mit einer Einzelhandelskette im südostwestfälischen Raum. Da möchte ich nichts zu sagen. Und die hat mich gesund gestoßen, diese Affäre, finanziell absolut unabhängig. Und da konnte ich machen, was ich wollte. Da muss ich jetzt nochmal fragen, du kürzt deinen Nachnamen ab, du heißt Ricardo M. Punkt. Du hast diesen Rechtsstreit, aber würdest du dich selbst als seriös bezeichnen? Das ist echt ein tolles Kleid, Frau Karg. Ja, natürlich bin ich top seriös. Ich meine, man kann top, top, top Gewinne der Spitzenklasse bei mir ja gewinnen in meinen Bingo-Shows. Ich weiß, wo die herkommen. Okay. Das ist sehr schön. Die Preise jetzt. Natürlich. Genau, schon mal näher betrachtet möglicherweise. Wie müssen wir uns denn einen Abend mit Ricardo M. vorstellen? Also vornehmlich mache ich ja Bingo-Shows zum Beispiel. Da kann man Top-Gewinne tatsächlich gewinnen. Und das ist jetzt bei mir jetzt nicht hier das Motorrad von Frau Karg, was ich da verjubeln würde, sondern zum Beispiel 400 Gramm Schweinskopfsülze. Toppreis, weil noch übrig geblieben von einer meiner Verkaufsshow. Und dann gibt's Bingo. Wie gesagt, du und man spielt das. Und man spielt das dann und dann kreuzt man Zahlen an und das ist das klassische amerikanische Bingo-System, das 75er-System, 5x5 Zahlenfelder und so weiter und so weiter. Da hinten sind Bingo-Profis, die spielen immer mit, das weiß ich ganz genau. Die wissen genau, wie das läuft. Und wenn man dann eine Reihe komplett hab recht waagerecht, senkrecht oder Frau Karg aufgepasst, eine der beiden Diagonalen, dann hat man was? Bingo! Wir machen das mal einmal kurz hier, damit das mal so ein bisschen wie in einer Bingo-Show ist. Auf die drei. Alle richtig doll laut. Das ist nicht hier geprobt mit dem Regisseur und so. Auf die drei ganz kräftig Bingo. Und zwar richtig hier unten aus dem Wurzelchakra-Bereich. Die Karg weiß, was ich meine. Auf die drei kräftig Bingo. Eins, zwei, drei. Bingo! So, jetzt habt ihr alle gewonnen. So fantastisch. Also so, es ist lustig. Und dann habe ich eben meinen Top-Song. Dann habe ich verschiedene andere Songs, die ich singe. Und es ist immer wirklich lustig. Also kann ich Ihnen das sagen. Den manche möchten ja einfach nur die Rampensau rauslassen oder vielleicht Menschen unterhalten. Das war's. Einfach so, ist das schon? Ja, auch. Oder suchst du möglicherweise eine gewisse Nähe zum Menschen? Ich finde die Karg so witzig. Jetzt. Ist super. Auch, nein, das ist auch wahr. Irgendwie, das macht erstmal viel Spaß, weil ich singe auch selber gerne, auch zu Hause und immer. Aber das ist eine Stimmung, die dann aufkommt und eine Freude. Du wirst das auch kennen, wenn man mal, ich weiß ja nicht, du machst ja nicht so einen albernen Quatsch wie ich. Obwohl die Trombusch. Naja, nein. Wenn einfach wirklich man Freude produzieren kann. Und Ricardo M. ist Ironie. Ne? Das ist ernst gemeinte Ironie. Und wenn man über sich selber einmal lacht, das ist, macht so unfassbar glücklich. Das ist tatsächlich so. Und ich mache ganz viel mit Gefühl. Und wenn ich so einen Abend mache, ich lerne ja nichts auswendig. Das ist ja keine Stand-up-Comedy. Das ist alles intuitiv und nach Gespür. Und wenn hier Frau Karg sitzt in dem süßen Kleid und diesem albernen witzigen Ding hier, dann gehe ich darauf ein und gehe aufs Haar ein und so. Und dann entsteht eine Stimmung und dann, und das macht so glücklich, wenn man dann spürt, oh, da ist auch mal Traurigkeit im Raum. Nicht bei dir jetzt, so sieht süß aus. Aber so, so, das spürt man alles tatsächlich. Also, du würdest und schon das dir sagen, so ja? mal so auffangen oder dass man dann da doch so, dass man da so, das ist irgendwie eigentlich Astrid. Die kriegt mich ganz persönlich gerade. Ja, aber ich finde, das ist hier schon ein etwas Besonderes. Ich habe hier. Denn das sagst du von dir auch. Also würdest du das hier auch nochmal bestätigen? Du spürst die Stimmung in der Zuschauer. Also du merkst. Seherin, also du bist Nein. Ach Gott, da habe ich doch schon wieder was gehört. Ich glaube, jetzt geht Peter, du warst jetzt erst. Jetzt musst du was machen. Ja, womöglich. Womöglich, wir wissen es nicht. Also, denn das erfahren wir erst, wenn das Kuvert. Vielen Dank, lieber Philipp. Dankeschön. Du siehst auch heute sehr gut aus übrigens. Meine auch. So, das Kuvert ist da. Die ist ganz süß. Wir haben uns schon so verliebt im Wechsel. So ist ja gut jetzt. Wenn du nochmal sagst, dann glaube ich dir. Mein Gott. Was muss ich jetzt machen? Lieber Ricardo, da steht's. Ja.
Wir haben ein Getränk besorgt. Das ist sowas von 80er, total out. Okay, das ist gut. Ob es noch haltbar ist, weiß nur Philipp an der Bar. Ja. Aber du musst es jetzt als Top-Top-Top-Verkäufer unter die Leute bringen. An der Bar steht der billigste Eierlikör der Stadt. Viel Spaß! Oh. Oh. Ein leichtes! Ich muss mich mal kurz hier wieder anziehen. Ja. So, wo ist der Eierlikör? Hallo Philipp. Du Schande, ist der denn noch gut? Ich muss mal ganz kurz vorab einen testen. Oh mein Gott, er fängt selber oben an zu trinken. Das glaube ich, geht nicht gut richtig. Ja, der ist okay. Du sollst die Leute dazu bringen, Ricardo. Persönlich, das gehört ja zum Verkaufen dazu. Als Top-Entertainer ist es persönlich von mir getestet. Der ist fantastisch. Wie heißt du, kleine Muckelkatze? Bitte? Brigitte, komm, schluck das runter. So. Hast du früher gerne gemacht. Komm hier, du altes Trottelpferd. Auf damit. Hier, du kleine Deko-Tante. Ja. Hier, du Muckelmäuschen. Das ist aber auch eine richtig billige Strickqualität. Sowas habe ich ganz viel verkauft im ostdeutschen Raum. Anfang der 90er. Wie heißt du? Anne, bist du Single? Ja. Ja, das glaube ich dir. So, machen wir hier nochmal weiter. Prösterchen. Vorsicht. Ja. So, und der Kameramann, der sieht mir so, der ist nicht unattraktiv. Astrid, das kann man gar nicht meckern. Bitte schön hier. Gezittert richtig. Komm, der braucht das. Das ist der Harald Junke der Kamerabranche. Weißt du? So, ich habe schon einen sitzen, weil das gleiche total rein. Ich habe die ganze Zeit, Hallöchen, die Lesben sind auch da. Süß. Hier diese verstohlene Münchnerin. Ja, das ist deine Gage für diesen Jingle, mein Chef. Na, hier die Schwulenecke kommt. Ihr wisst sowieso, was Eierlikör eigentlich ist. Und hier sind Pat und Patterchen. Seid ihr ein Paar oder was ist hier los? Wie heißt du? Tatsächlich ein Paar. Ja, natürlich. Das ist Live-Outing auf diesem Top-Sender bei Sprechzimmer. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 38. Ja, schlecht gehalten. Runter damit. Ja. So, lieber Ricardo, bevor du unser Publikum hier weiter beleidigst, schau doch mal, dass wir hier was zu trinken. Ja, das wird aber auch Zeit. Das muss man sich ja schön sagen. Ich geh mal hier rüber. Momentchen, ich steig mal hier durch. Das ist alles nicht abgesprochen. Aber trotzdem, wir oben, die saufen doch auch so gerne. Komm mal her hier. So, bitteschön. Du auch, du kleine Schnapsdrossel. So, ich muss das jetzt ja in 3 Minuten, jetzt schluck das runter, mein Gott. Jetzt nimm mir das vom Pferd hier. Nee, ich meine, trink es, hilf mir. Ach, oh mein Gott. Das haben wir alles komplett anders Also, es ist ja natürlich nicht hier. Ach, ihr habt ja noch gar nicht. Jetzt komm runter mit dem Zeug. Ich brauch auch noch einen. Hier, komm, du. Du schlabberst doch auch gerne was Süßes. Vorsicht. So, Rösterchen hier. Ja. Und bevor wir das alles runterschlucken, weil es ein Top-Produkt ist, was ich jetzt natürlich prima verkauft habe, gibt es bei mir normalerweise die Flasche für 89,95, aktuell im Angebot für 29,95, heute gratis, liebe Sabine. Ein dreifaches Top aus der Wurzelschlacke gegen auf die 3. 1, 2, 3. Top. Und damit. Gott sei Dank musste ich gleich trinken. Also so ungefähr. Kannst du dir vorstellen? Was ich da fertig bin nach so 3 Stunden Show. Ja, und die Zuschauer erst. Oh, mein Gott. Gerade mal 3 Minuten. Das schmeckt ganz lecker, ne? Habe ich ewig nicht getrunken. Was verkaufst du denn sonst? Erotikartikel finde ich auch super. Ja. Ganz tolles Thema. Da habe ich was Schönes im Kofferraum. Nein. Also ja, das kommt immer aus. So, das wird erwartet bei Ricardo und Bingo Shows. So ein Ding mit, hier, du weißt, was ich meine? Mit guck mal, wie die lachen. Ja. Die muss mal zum Bingo kommen. Freust dich jetzt schon. Da gibt es Modelle, da ahnst du gar nicht. Ich hatte mal in einer meiner Shows so eine Expertin, die verkauft sowas. Ich dachte jetzt gerade, das ist so ein Elektro-Klub. Das ist Bonnie. Und dann bewegen die sich, und was die alle können, das ist ja eine Industrie, diese Erotik. So. Du musst die Leute ja packen und das Ganze auf Knopfdruck. Zum einen bist du vorher aufgeregt, wenn du auf deinem Kopf bist. Ja, sehr. Alles klar. Unfassbar. Und du auch? Wie schaltest du dich denn in den, sag mal, Entertainment-Modus? Mit dem besungenen Tässchen Sekt? Nee, eigentlich nicht. Das vermeide ich zu trinken, weil jetzt war das ja gar nicht so richtig witzig, aber man muss, naja, also wenn das über 3 Stunden geht,
meine Show oder 2,5 Stunden oder so. Ich muss hellwach sein, weil ich einfach das sehr improvisiere und gucke, was passiert, wenn es in Clubs sind, wo ich das mache. Geht die Tür, kommt jemand rein, darauf reagieren und so. Und das kannst du nicht, wenn du einen Sitzen hast. Das geht bis zu einem gewissen Punkt, ist das ganz witzig, aber irgendwann wirst du müde. Und dann kippt das und dann kriegst du das nicht mehr mit. Dann krieg ich dich mal hier, wir beiden gucken uns an und so. Das ist, weil das ist das, wo du das nochmal fragst. Das ist das, was ich liebe, wenn ich jetzt die Dame hier mit diesem eleganten Schwarzen, guckt sie an und dann, da ist ja was da. Und das vermeidet man ja auch oft so im realen Leben. Man guckt dann weg und so. Und das, wenn ich jetzt hier auf der Bühne und Ricardo bin, das einfach so lange anguckt, da, sieht man, reagiert oder? Ja, und das ist eigentlich der Grund, warum ich das mache. Diese Nähe und auch diese Nähe durchbrechen. Und wie bereitest du dich vor? Ach, das war das wollten wir nämlich auch noch klären. Wie schaltest du dich in den Entertainment-Modus? Du kommst an ja, das ist nicht natürlich, vorbei. Es ist ja ein Show-Outfit, das ist ja schwer nicht leicht das zu sehen. 20 Minuten, so, dass man hier so ein bisschen Make-up für die Bühne und alles so macht, dass man so aussieht. Das bringt viel. Und denen Recken, okay. Bisschen singen, so reinsingen und sowas auch. Natürlich springen, sowas rein. Hüpfen, technisch alles. Ja, springen. Wenn ich, das ist ganz kurz davor. Ach. Wenn es losgeht tatsächlich, dann laufe ich so auf der Stelle ein bisschen Marathon, damit der Puls hochgeht. Da ist es wirklich jetzt kein Scherz. Der ist nicht sowieso hoch? Nee. Vor Aufregung? Nee, ja, so, man will das eigentlich. Und dann mache ich das überhaupt? Ich bin so aufgeregt, das ist ja furchtbar. Sitzen da so viele Menschen und so, das ist so. Um dann wirklich reinzukommen in dieses, so, um auch die Energie auch geben zu können, muss ich dann so laufen. Und dann laufe ich und dann geht's raus. Und dann ist die Energie da und dann ist auch die Energie selber. Man geht so müde durch den Alltag. Mein Gott, rede ich viel. Nein, ehrlich gesagt, ich finde das gerade gut. Vor allen Dingen, wenn ich es jetzt mal sagen darf, weil du dich jetzt auch gerade ein bisschen öffnest. Also, das spüre ich gerade. Ricardo, stopp. Wir machen da genau weiter. Ja. Denn wir können kann genauso, ich auch. Ja, so offen weitersprechen. Denn wenn man ganz ehrlich ist, du hast ja auch schon schlimme Erlebnisse gehabt. Oh. Also, es ist ja nicht wie, so, dass du hast nicht überall so ein super tolles Publikum wie bei uns im Sprechzimmer. Ganz süß oder auch da hinten. Der, ich glaube, der hört zu dir. Der ist so attraktiv. Da. Das könnte ja deine Gage sein. Nee, die ist so. Nee. Die liegt woanders. Ich habe was gesehen. Irgendwas sehe ich gerade nicht. Aber ganz was Süßes ist hier heute da. Also meinst du jetzt so Schlimmes mit bei Auftritten oder sowas? Ja, ehrlich gesagt ja. Weil es kann nicht überall so schön sein wie hier. Und es kann nicht überall funktionieren. Mir fällt ein schlimmes Erlebnis ein. Um Gottes Willen, Astrid. Ich darf jetzt keinen Namen sagen. Ich war im Osten gebucht. Ich habe nichts gegen den Osten, seitdem aber schon. Das war ein 50. Geburtstag und wer das jetzt hier zuschaut, derjenige weiß genau. Das war der Sohn, hatte mich gebucht zum 50. von seinem Vater. Und der Sohn, ganz attraktives Bürschchen, hätte dir auch gefallen. Ja. Und der fand das auch spitzenmäßig. Ricardo, wir machen Bingo. Vater wird 50, Arzt. Ich dachte so, ja, Arzt, super. Ne? Gage erstmal verachtfacht. Das Ganze fand statt in einem Hotel. Da war ich auch untergebracht. Dieses Hotel, Sabine, war mal ein Krankenhaus. Mein Hotelzimmer war ein ehemaliges Krankenzimmer, das roch da auch so noch drin. Und so habe ich mich da fertig gemacht und diese Firmenfeier, also diese Geburtstagsfeier, die, wo ich da Bingo-Show machen sollte, die fand dann in so einem angedockten Gebäude statt. Und da kam ich aber nur hin, so Backstage-Zugang, durch den Keller. Und liebe Freunde, was ist im Keller eines Krankenhauses normalerweise? Mäuse. Mäuse, witzig. Die leben ja noch. Das würde wenigstens... Leichenkeller! Das war der ehemalige Leichenkeller. Und es roch nach Leiche. Ich habe noch nie vorher Leiche gerochen. Aber das weißt du im Moment. Das riechst du und weißt, oh Gott, das war so schlimm. Dann gehe ich alleine mit meinen hier Lackslipper. Oh, sorry. Ja, die klackern durch diesen Gang mit Neonbeleuchtung. Und ich komme dann da rein. Ich habe ja, ist ja Ironie, Ricardo M., wenn ich sage, top Schweinskopfsülze. Die Karg weiß sofort. Ha, witzig. Ist nicht ernst gemeint. Spiele ich trotzdem mit. Ja, weil es lustig ist. Ist es lustig? Ja, ist lustig. Und das war auch nicht geprobt jetzt. Nee. Und dann hat das nicht funktioniert. Ich habe da meinen Show, hier den Song gesungen und habe dann so mit dem Publikum und das saßen da alle so. Das war ganz schlimm, ja, das gibt es manchmal. Jetzt hat diese Geschichte so lange, also so spannend. Aber was macht man denn danach? Das ist ja wie ein Krimi, jetzt erzähl doch mal ach das Ende. So, das Ende war, dass ich nach der allerersten Bingo-Runde abgebrochen habe. Die haben den Witz nicht verstanden und auch diese ganzen Bingo-Gewinne nicht und so. Richtig
Der Hund findet es auch unmöglich. Ich auch. Ich war entsetzt. Ebenso. Und dann habe ich mich betrunken. Das war die Geschichte. Ja, Sabine, das willst du machen. Es hat nicht funktioniert. Schönen Abend. Also, weil es funktioniert eigentlich immer. Das ist immer ganz spannend. Du hast ja auch mal irgendwelche, sag ich mal, Bauarbeiter, die dann sagen, was kommt da denn für eine Schwuchtel rein? Habe ich gar keinen Bock drauf. Aber die manchmal fertig. Und dann kriegst du die aber doch irgendwie. Ne? Okay, also du hast mit Vorurteilen zu kämpfen bisweilen. Ja. Und würdest du dich politisch einbringen, um dagegen zu kämpfen? Ja, absolut. Also ich bin jetzt nicht für eine Partei, aber natürlich, das ist teilweise sehr interessant, wenn man auf dem Land gebucht ist und die Braut, Bräutigam, die finden einen spitzenmäßig und sagen, hier, machen wir Bingo zur Hochzeit. Und dann sind da aber natürlich Leute dabei, die dann überhaupt nicht mit dem, weil ich spiele ja auch mit den Geschlechtern. Picardo ist topsexuell, denn ich nehme dich. Dich. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher auf Gegenseitigkeit beruhigt. So, das ist ja egal. Das ist egal. Also, das nein, und naja, schon, das ist dann schwierig manchmal, ne? Weil du das dann so spürst, da hätten die dann echt erstmal gegen dich, weil du da so irgendwie schwul, das ist nicht immer so leicht, aber es kriegt das Haus eigentlich immer gerockt. Bis auf das, das wollte ich gerade fragen. Also selbst wenn dir sowas mal entgegenschlägt, so ein etwas eisiger Wind, dann wickelst du die meisten noch um das die Finger? Das ist ehrlich gesagt so eine, für mich dann so eine innere Challenge. Ich hatte das gerade Herausforderung. Also eine Herausforderung. Danke, Peter, du bist ja eh so multilingual, das haben wir schon gehört. Nee, das ist dann eine Herausforderung innerlich für mich. Hatte ich jetzt noch bei verschiedenen Feiern, fällt mir eine ein, wo das eher so wirklich Bauarbeiter waren und also alle unglaublich herzlich. Und dann merkst du, dass da hinten zwei Tische, die finden das richtig, richtig schwierig, hier so mit schwul oder so oder überhaupt nicht einzuordnend. Das ist das Thema. Und dann ist er erstmal richtig anti. Und am Ende saß ich doch auf dem Schoß von Lars oder wie er hieß. Und ja, das finde ich immer schön. Wenn man eigentlich sagt, wenn man das vermittelt, und dann meine ich so politisch, wenn man das vermittelt, das ist eigentlich echt egal. So, hier, komm, wir haben uns lieb und darum geht's doch eigentlich. Ja. Ne? Und das finde ich dann sehr berührend, muss ich sagen, am Ende. Wenn du sagst, man hat sich lieb, du bezeichnest dich, das finde ich sehr schön, ja auch als Flirtexperte. Das muss man sich erstmal auf die Visitenkarte schreiben. Was zeichnet denn einen Flirtexperten aus? Zum Beispiel, dass ich in meinen Shows gern mal einfach Paare zusammensetze, die sich gar nicht kennen. Ach, du verkuppelst! Ja! Ich habe auch schon mal ein Männerpärchen verkuppelt. Auch so ein bisschen unbewusst, aber irgendwie so durch so. Und die sind verheiratet jetzt und die sind immer noch seit Jahren zusammen und so. Ich glaube, das ist einfach so, ja, das ist irgendwie so, die Leute so ein bisschen zusammenbringen und das alles nicht so ernst nehmen. Ja, ist doch so. Das ist, ich glaube, Astrid, das ist es, der Humor. Also wirklich mal, weil wir sind alle so behemmt mit unserem ganzen, ja, das finde ich eigentlich ganz toll. Das ist ja gerade in Hamburg. Oh Gott, man findet sich toll. Was macht man? Man guckt weg. Ist doch so. Ihr wird ja nicht offen. Geht mal in den Süden. So, wie sind denn die Leute im Norden? Empfindest du die auch als kühler oder dass die viel wegschauen? Nee, überhaupt nicht. Oh. Die sind eher direkt. Die würden dann eher so, ja. Oh, was ist denn mit dir los? Hast du irgendwie kein gutes Shampoo zu Hause oder was? Weißt du, wie jetzt was? Ich sag nur, das würden die dann sagen. Ja, oder was? Ja, genau so. Ja. Hat er ja auch nicht. Direkt. Also, wer soll das haben? Ja. Ja. Ja, ich habe das immer anders. Ihr lebt das immer Also, ich habe das nie erlebt. Also, die Norddeutschen sind eigentlich für die Direktheit bekannt. Ja, ich find, und was ist immer, also was ich ganz übel finde, ist, dass man uns Norddeutschen unterstellt, wir würden nur drei Worte kennen. Wie, nee, oh, aus Friesland. Weißt du, so als wären wir nicht ganz dich. Nee. Weißt du, und ich meine, der Norddeutsche ist einfach ein sehr humoriger Typ und sehr temperamentvoll. Auf jeden Fall, egal wo. Ich glaube, wenn man so eine Atmosphäre schafft, dass so die Nähe ruhig wirklich super ist, dann klappt es schneller. Sind die offener. Ja. Aber ist ja, ich meine, ich finde die aber auch. Aber ich glaube, der Norddeutsche braucht nicht so viel. Der guckt oder er guckt nicht. Ja. Also wenn das nicht. Ich mache ja auch keine Flirt-Shows. Ne? Das ist nur nebenbei eigentlich eher. Ja. Okay, aber möglicherweise gibt es Bedarf für einige Menschen, Flirt-Coachings zu nehmen. Ja. Wenn wir nochmal einen Ausblick starten, denn du
machst ja, wie gesagt, sehr vieles. Was würde dir noch gefallen? Vielleicht sowas wie auch Styling-Experte? Nee. Oder würdest du gerne eine neue Model-Casting-Show moderieren? Oder was würde dir vorschweben? Nein. Wetten, das ist leider jetzt tot. Hättest du dich beworben? Auf jeden Fall. Ja. Wetten, das, also das hätte man groß machen können, finde ich, weil der Lanz ist, nee, der kann so intellektuelle, also intellektuelle Interviews kann der ganz viel führen. Nee, Ricardo M. macht noch mehr Musik und ganz viele Shows und ganz viel Flirt-Experte sein, trotzdem. Nein, nein, weiter die Shows machen. Und dann eben ja dieses Duett singen mit Sabine Karg, das haben wir das kommt in der nächsten besprochen. Das kommt in der nächsten Nein, aber also einfach, das macht mir einfach alles so viel Spaß. Ich glaube, da gehe ich auch immer nach dem Gefühl, was so kommt. Okay, das ist ein schöner Ausblick. Termine finden wir auch auf deiner Seite. Ja. Ricardo-M.com. Wow. Auswendig, die weißt Facebook du nicht mehr auswendig. Du Facebook weißt, ist nicht noch aktueller. Noch aktueller, ja, muss man sagen. Ja. Aber das top, top. Top aktuell, lieber Ricardo, ist ja eigentlich der Sommerhit des Jahres 2015. Das soll ich jetzt ja singen. Ja, ja, genau. Gott, und das Tolle ist, heute werden ja alle a cappella singen, weil, weil das einfach so geil ist. Und wir würden dich an die Position bitten, die wir irgendwann mal abgesprochen haben am Anfang des Abends. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Es war nur ein Sekt und so zwei, drei, vier, nee, krieg ich hin. Genau, also auf die Position für dein Lied. Genau, es ist die kleinste Showtreppe Deutschlands. Und wir sagen auch an der Stelle, bevor wir diesen super Sommersong hören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt kommt der Sommerhit des Jahres 2015 von Ricardo M. A cappella und live im Sprechzimmer. Ich glaube auch mit Publikum. Tropica! Olé! Einer der ganz großen Sommerhits. Ich singe einmal, wie der komplett funktioniert. Und dann teilen wir das Publikum in oben. Ja, ihr seid viel weniger. Und in unten. Ja, und dann erkläre ich gleich, da sitzen ja Profis dabei, die haben da schon 80.000 Mal mitgemacht. Und der geht so. Tropica ole, amore, amore, fiesta alla playa, ole. Das war's schon. Aber denkbar einfach, Moment, das war ja noch gar nicht der Song, denn der Song ist dann erst, Sabine, wenn auch du mitsingst und du mitsingst und du mitsingst und du mitsingst. Es geht wie folgt los, der Top-Entertainer übernimmt immer für euch die intellektuell sehr schwierigen Parts. Ich singe Tropica Olé und dann der ganze untere Bereich, inklusive der Drombusch-Legende Sabine Karg, ganz laut Amore, Amore, und das will ich so richtig aus dem Wurzelchakra-Bereich. Dann der Top-Entertainer wieder diesen absolut schwierigen Part, Fiesta a la Playa, und dann seid ihr da oben dran. Ein ganz kräftiges, hier unten alle übertönendes Ole! Ich denke, das ist einfach. Wir üben das einmal auf die drei. Wenn das nicht sitzt, ja, dann spielt die Karg wieder bei den Drombusch mit. Ja. Also, auf die drei, Konzentration pur. Eins, zwei, drei. Tropica Ole! Amore, amore. Fiesta a la playa. Ole. Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Richtig kräftig, habe ich gesagt, übertönt die unten. Nochmal richtig auf die drei. Eins, zwei, drei. Tropica ole. Amore, amore. Fiesta a la playa. Ole. Tropica ole. Amore, amore. Fiesta a la playa. Ich fühle mich spanisch, polonesisch, spanisch, einfach tropikalisch, ja, tropica, tropica, ole, ja, tropica, ole, amore, amore, fiesta a la playa, ole, tropica, ole, amore, amore, fiesta a la playa, ole, und alle, alles zusammen, ole, amore, amore, fiesta a la playa, ole, nochmal, ja, tropica, ole, amore, amore, fiesta a la playa, ole, jawohl, ihr seid spitzenmäßig, Grüß euch jetzt.